let's do that again. Looten und leveln. Ist hier an der Seite noch irgendwas, was ich übersehen habe? They don't respawn. Ah, that's cool. I really like enemies that don't respawn. You died, so just let it go. Only that guy respawns. Careful. Okay, so next one. Ah, yeah, here it goes. Ow! And there's another one. And that's it. Who is next? Okay, both are. Crap. Ow! Okay, now it's three. And now I'm dead. Hey, at least I finished two of these three. So let's just be careful to get those souls back. I heard that I will reach 200 deaths before or by finishing the Londo bosses. And now we finished three gods already, or three kings, I don't know, three gods. And I'm not even there. I guess I was like on 114 deaths after finishing the third stream. And now this one's this is the fifth. Let's see how many do we need. Ow! Just die already. Thanks.
Okay, und that one? Please don't come both. Okay. Ja! Hm. Not enough reach. Okay, that's the last one. It was okay. Not too bad. So, how do we get over there? Can we make it? Okay. Okay. Easy with this weapon. It's just my favorite weapon. It's my love. I will always upgrade it. We'll stay together. When I first met Andre, I upgraded that weapon. Zweihänder. I don't know if I have it. I guess not. Okay, this will be hard. I guess it's worth it? Please no, why not? I don't know what it does, but I want it. For blacksmith's weapon essential. Okay. So now we need to get those back, and I guess before we go further, we'll use this to level up. I guess we'll die pretty often before we reach the next bonfire, and then we lose it. This is for gay. What? If that halberd is male, then yes.
Even though that main character's a woman, so... used to make chaos weapons. Scaling on humanity. Giant that made to destroy noobs in PvP. I have no idea. I'm not going to play PvP. So I got like 35,000 souls and it's not enough for leveling up. We could try to kill that one and then it should be enough. So maybe we'll just do that. Game wrong. I guess you have I have no idea what you're talking about. Okay, so the final boss in Dark Souls 3 is Gaia. I never played Dark Souls 3, so I still have no idea what you're talking about. So let's just level up. Do we need more damage? Yes, we do. So that's it. Yeah, I have no idea what that information, how that could be useful for me. So now I know a name in a game I don't play. Right. Thanks. More damage! Oh god. Two of those at the same time? That could be hard. Let's see. Could try falling down there. I don't know if it's... Ah, let's take the steps over there.
Okay, you don't have to fight those at the same time. That's cool. FPS again. Okay, so that's the way to the next boss. Oh man, I hope we'll find another bonfire. Yeah, thanks for watching and see ya. Metal face. I'm just too strong for them. Ow! Every time I say something like that, I'll die. Was sind denn das für Viecher? Hier schwebenden Steine? Oh! Und sind Tausendfüßler. Ah, da kommt ja direkt einer. Können wir direkt mal gucken, was das hier macht. Was machst du? Okay, nix. Okay, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir auf dieses weiße Ding zu laufen oder ob wir links vorbeigehen. Mal gucken, was da ist. Oh Gott. Das hat sich nicht gelohnt. Okay, man kann doch einfach hier durchgehen. Ah, da kommt schon der Erste. Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal den anderen Weg an. Auf jeden Fall sehr nervig mit den Frame Drops. Aber, naja. Scheint ja nur bei Dark Souls 1 so schlimm zu sein mit dem PC-Port. Irgendwie einen sinnvollen Weg, den zu killen. Nein, ich wollte in die andere Richtung. Okay, da ist ein Feuer. Na komm! So! Na geht doch! Was ist denn da unten? Achso, und ist nur so ein Lavafluss oder ist das so ein Lavakristall, der da in der Mitte ist? Ja. So, dann machen wir hier mal Feuerchen. Guck mal, die haben hier auch so Statuen von diesen komischen fliegenden Steindingern. Vielleicht hatten sie erst Statuen und dann sind sie durch die Gegend geflogen. I'm alive. Ja, dann ist trotzdem die Frage, ob wir denn geradeaus gehen oder erst links den Weg nehmen. Wenn wir jetzt eh schon einen Bonfire haben, dann können wir auch eigentlich erstmal geradeaus gehen und gucken, was da ist. Ich will eigentlich auch gar nicht rausfinden, was sie machen. Es ist mir egal.
Au! Hätte ich mal statt versuchen auszuweichen, einfach nochmal zugehauen. Hätte. So. Ach, hier ist noch so ein blöder Wurm. Ignorier den mal. Da steckt ja zum Glück da an der Wand. Dann machen wir erstmal den Platz, sammeln das Item mal ein. Jetzt finde ich doch noch raus, was die machen. Das war nicht gut. Naja. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal oben durch die Tür oder gehen wir weiter vorbei? Ich gucke erstmal mir die Tür an, glaube ich. Wow. Das ist jetzt zum dritten Mal der gleiche blöde Boss mit leichten Unterschieden. Der ist ja genauso nervig wie der letzte. Kann man den nicht einfach löschen? Er macht doch die gleichen Dinger, ey. Boss Recycle? Ich mache auch den gleichen Quatsch wie vorher. Ich versuche einfach mit möglichst viel Heilung und einer guten Ausrüstung ihn zu schlagen, weil ich nicht weiß, wie ich den besiegen soll. Victory achieved! Demon's Catalyst? War das eine Waffe? Ich hab mal keine Ahnung, was das alles ist, was ich hier so finde. Was soll denn das sein? Irgendwie ein Ausrüstungsgegenstand? Heißt irgendwie überblättert? Ich hab zu viel Scheiß. Demon's Catalyst ist ein Zauberstab, es ist eine Waffe.
Can we use this fire weapon? The demon Fire Sage was the first demon and the last master of the original fire arts before the Witch of Izalith was engulfed by chaos, creating pyromancy. Alles klar. So. Das, was wir hier haben an Seelen, reicht leider nicht, um ein Level-Up zu machen. Wobei wir trotzdem eigentlich zurück könnten und dann nehmen wir halt noch ein paar von diesen anderen Seelendingern, die wir haben, um ein Level-Up zu machen. Irgendwie will ich das halt nicht verlieren. Wir können doch eigentlich noch 3, 4 Gegner umkloppen und dann haben wir auch genug. Ich glaube, 36.000 brauchte ich. Der lebt doch! Runter da! Ach, es will irgendwie nicht. Egal. Bleib halt da drauf. Wie ist denn jetzt hier gelandet? Oh. Ach, ich bin wieder zurück. Ach, wie geil. Das freut mich. Wir haben eine weitere Abkürzung geschafft. So, dann nehme ich jetzt erstmal irgend so ein Seelending, was ich nicht gebrauchen kann, so ein Seelengelöt. Und dann verballern wir mal so viele, bis wir hier ein Level-Up machen können. Reicht. Ich wüsste nicht, dass die so viel geben, ey. Ja, dann wieder zurück und dann gucken wir uns mal an, was das da für ein Raum ist, in dem wir da gekommen sind. Hier kommen wir her. Okay, dann erstmal hier rum. Hier ist nix. Da geht's irgendwie weiter. Ist auch nix. Okay. Achso, hier geht's wieder nur nach unten. Okay, dann war das nur für den Fahrstuhl. Kloppen uns nochmal eben durch die Gegner, gibt ein paar Erfahrungspunkte und schwer sind die nicht. Zumindest waren sie eben nicht schwer, vielleicht sind sie jetzt auch schwer. Weil ich auch eh das Treppenhaus hier runter wollte, um zu gucken, ob da unten vielleicht noch was ist. Wir sind ja quasi nur nach oben gegangen. Wackel, wackel.
Noch ein Feuer. Ey, hier ist ja echt alle 3 Meter so ein Feuer. Okay, ich glaube, hier unten geht's zu Bed of Chaos. Das ist die Frage, gucken wir uns erstmal die anderen Gegner an. Ich glaube, ich will mir das mal direkt angucken. Hier liegt da bestimmt noch was, ne? Ja. Okay, da vorne komme ich nirgendwo mehr rum. Da liegt irgendwie auch nichts mehr. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Nicht darüber? Mit einem heldenhaften Sprung habe ich es glücklicherweise genau geschafft. So ist das nämlich auch gedacht. So. Bed of Chaos habe ich halt schon ein paar Mal gesehen bei anderen Leuten. Von daher weiß ich irgendwie, dass man da eigentlich nur rumrennen muss und dann am Schluss irgendwie... Ach, wir werden es sehen. Irgendwie wird hier mal ein Bogen benutzt. Hey, das ist ja auch noch gar nicht Bed of Chaos. Ich denke nur die ganze Zeit Bed of Chaos. Wahrscheinlich kommt jetzt erstmal irgendwas anderes. Was ist das denn? Okay, hier kommt noch irgendwas anderes. Nö. Centipede Demon, okay. Geil, überall Lava, man kann nirgendwo hin. Und man sieht auch nichts. Geil, ey, hier mit gefühlten 5 FPS. Einen krassen Centipede-Demon, bei dem man nicht mal irgendwas sieht. Der aber ordentlich Damage kriegt, wenn man da mal draufhaut. Nur hau ihn doch! Da ist ein Fuß! Nimm den Fuß! Dankeschön. Ah. 3 FPS und Kamera aus der Hölle. Aber dafür bekomme ich den Orange Chat Ring, der wahrscheinlich macht, dass Feuer nicht ganz so schlimm ist. Reduces Lava Damage. Okay, wenn wir den jetzt wieder anlegen... Dann machen wir wieder das gleiche wie vorhin. Und nehmen hier unsere... Wobei, hier wollen wir dann nicht die Crimson, hier nehmen wir dann die Goldhemd-Dinger. Die sind ein bisschen teurer, die haben aber guten Feuerwiderstand. Also ein bisschen teurer vom Gewicht her. So, das müsste eigentlich jetzt passen, ne? 30,1 ist weniger als die Hälfte von 79,2. Gut. Das war doch nicht schlecht, oder? Das gute grüne Titanit.
Es fließt ja einfach nur von oben nach unten. Ich dachte, vielleicht wäre das so ein Kristall oder sowas. Hier ist irgendwie nix, oder? Habe ich nicht noch irgendeine Tür hier irgendwo gesehen? Also jetzt einfach wieder zurück. Aber ich komme doch da auch nicht zurück, oder? Ist da noch irgendwas? Ach, hier geht's rein. Okay. Weiß nicht, ist da hinten noch was? Schon wieder ein Feuer. Hier ist echt alle 5 Meter ein Bonfire. Wie krass. Why? Ja. Why? Super. After all this searching, I still cannot find it. What? Was wusste denn? Why? After all. Weil wir eigentlich mal dringend unsere Estus Flas aufleveln sollten. Von daher nehmen wir jetzt vielleicht mal wieder hier 3 Humanities und verbessern das Feuer. Auch geil, wie ich hier barfuß durch die Lava laufe und extrem hohen Feuerschutz habe. Also klar, liegt hauptsächlich am Ring, der ist sowieso magisch, aber die Klamotten haben ja auch extrem hohe Feuerresistenz. So, na dann schauen wir mal, was hier jetzt so kommt. Was ist das denn? Das lebt. Wie so riesige Finger in der Lava oder sowas. Noch was? Zumindest nichts erkennen. Das ist Izalith. Kopflose Dinos. Kann's echt noch kaum erkennen. Ja, ich überlege gerade, will ich nicht erstmal zurück? Da waren noch irgendwie 1000 Wege, die ich mir nicht angeschaut habe. Aber ich nehme an, da wäre dann jetzt auch nichts Spannendes mehr gewesen. Nein, du sollst da drauf. Ach, egal. Kann hier irgendwo raus? Nee.
Hier rüber, okay. Das waren nur 983 Wege. Ja. Da habe ich mich wohl beim Überschlagen leicht verschätzt. Machen die was? Da gucken, stehen die nur doof rum. Find's ja gut, wenn die nichts machen. Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt gegen die kämpfen. Ich habe mein Feuerwiderstandsequipment an. Du kannst mir sowieso nichts. Wobei mein normales Equipment hat genauso viel Feuerwiderstand wie das jetzt hier. Der einzige Unterschied ist jetzt noch die Lava. Mein normales Equipment ist einfach schon OP. OP genug. Ich nehme an, dass die Saurier extrem böse werden. Und dass man sich deshalb einfach von denen fernhält. Das ist zumindest jetzt erstmal so mein Plan. Ihr Horoskop für Mittwoch. Halten Sie sich von großen Sauriern fern, die in der Lava stehen. Sie wollen Ihnen nichts Gutes. Beim Upgraden einer Hellbarde finden Sie Ihre alte Liebe wieder. Ah, da hinten sind Items! Und es ist ein Saurier im Weg. Ich weiß es doch auch nicht. Medu. Na! Er springt! Wo landet er? Auf mir! Machen Sie bei der Echse, wir hauen den Fuß. Wo ist der Fuß? Komm her, du Fuß! So, jetzt den Trank, trink den Trank und ab zum Item. Wo ist das Item hin? Alles leuchtet! War hier nicht gerade ein Item? Bin ich bekloppt? Da! Ach, das ist dahinter. Auch ich weiß doch nicht, wie man da jetzt durchkommt. Oh nein, alles ist heiß, alles tut weh. Hier außen rum? Genau. Wie bei anderen steht einfach nur hier da. Ah. Zweimal die beiden Blitzen. Ja, hätten sie es mal benutzt, dann wären sie vielleicht noch am Leben. Ich fasse zusammen, das hat sich nicht gelohnt. Andererseits war es ja ganz schön, mal in näheren Kontakt zu kommen mit dem Saurier. Und wir haben schon noch genügend Estus Flas. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass ich völlig meine Orientierung verloren habe. Von da
Ja, wir kommen von da, ne? Wir sind gerade hier runter. Dann habe ich das gesehen und jetzt müssen wir hier weiter. Okay. Und jetzt? Einfach darüber? Ich sehe irgendwie gerade nicht so richtig, wo es hier weitergeht. Ah, hier ist ein Eingang. Truhe atmet nicht. Ich verpasse hier trotzdem einen Hieb. Soul of a Great Hero. Ah, nee, hier ist leider nichts weiter drin. Aber irgendwo muss es doch jetzt hier weitergehen. Was ist denn, soll ich dazwischen lang, zwischen den Sauriern? Irgendwo hier gab es noch eins. Ja, ist nicht so wild. Es ist jetzt nicht so lange her, dass wir das Bonfire erwischt haben. Hier waren jetzt nicht, auch nicht so viele Gegner. Können wir hier nochmal bis hier durchrennen, wenn wir sterben sollten? Kann ich da links irgendwo durchrennen? Da kommt noch irgendwas? Ich kann auf gut Glück einfach mal da die Richtung rennen. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich gibt es doch immer einen Hinweis, wo es lang geht. Ah, okay. Also meistens steht immer irgendwo ein Gegner, der sagt, hier geht's nicht lang. Und hier auch nicht. Und da geht's auch nicht lang. Dann kann man so ein bisschen Ausflussverfahren machen. Dieses Gebäude noch wichtig? Ah, das wäre der Weg gewesen. Dann kommt man hier rum. Und jetzt da rechts ran? Das ist echt saucool gemacht. Also es gibt halt schon Wege, wo man dann sicher ist, okay, hier muss man lang. Aber man muss es halt trotzdem irgendwie selber finden. Ach nein, ich sehe schon, ich bin in die falsche Richtung. Wir sind wieder am Anfang. Das ist so typisch. Da ist unser Bonfire. Schon cool gemacht. Man weiß dann irgendwann doch, dass man immer richtig ist. Ah, naja.
Wollte nämlich schon sagen, das sieht da links aus wie eine Leiche, wo bestimmt so ein Item liegt. Aber irgendwie ist da kein Item. Ja, weil ich es schon eingesammelt habe. Ach, lass mich in Frieden, du blöder Steinklotz. Ah! Au. Okay, also hier kommen wir her. Hoffentlich schaffe ich mir das irgendwie zu merken. Sehe schon, wie ich jetzt einmal um das Gebäude rumlaufe und dann wieder da rauskomme und denke, ah, da geht's weiter. Oh nein, ich habe ein Dino gepult. Au! Ich habe einen Dino gepult. Ja, ich muss aber sagen, ich glaube, auch wenn ich echt noch Bock hätte, aber ich glaube, wir machen langsam mal Schluss, weil wir sind schon über 7 Stunden. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich sollte das mal nachholen. Von daher, was ist das erstmal für heute? Aber wir haben extrem viel geschafft. Wir haben 3 von den 4 Bossen, um die es in diesem Spiel geht, besiegt. Wir haben quasi den kompletten Vorspann geklärt. Sind jetzt auf der Jagd nach dem letzten Boss, haben schon einen Zusatzboss gemacht. Und ich glaube, danach kommen dann schon die DLC-Bosse und dann sind wir schon im Endgame. Also das ging heute extrem schnell, ratzfatz. Ich hätte gedacht, dass wir für Nito echt lange brauchen. Und letztes Mal haben wir einen Versuch gemacht, heute nochmal 2 und dann lag der. Auch der Weg dahin, ich habe am Anfang locker gedacht, wir brauchten da 10, 15 Versuche für. Und der Weg dahin dauert ewig und dann relativ schnell hatten wir den Weg irgendwie auch raus und es hat irgendwie alles funktioniert. Anderen Bosse, der Drache, den wir noch besiegt haben, den haben wir glaube ich im 2. Versuch gepackt. Jetzt die 4 Könige im 1. Was hatten wir noch? Diesen Zusatzboss, den habe ich glaube ich im 3. Versuch gemacht, aber da ist auch der Speicherpunkt direkt davor. Das ging heute echt ratzfatz. Ja, na dann, vielen Dank fürs Zusehen, hat mir echt viel Spaß gemacht. Euch noch einen schönen Abend, ich muss jetzt aber wirklich mal was essen. Von daher, ja, wie gesagt, habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.